Wackelige Bilanzen, Kreditrisiken, hohe Strafen. Was kann da noch an schlechten Nachrichten von den Banken kommen? Und sind die in den Kursen bereits enthalten? Wenn ja, dann könnten sich ja eigentlich die Bankwerte erholen. Herzlich willkommen zu ETF Kompakt, meine Damen und Herren. Wir nehmen uns einen ETF auf den Eurostoxx Banks vor. Mehr Informationen dazu erhalten wir von Heike Fürpass-Peter. Sie leitet den Retail-Vertrieb für Deutschland und Österreich bei Luxor ETF. Frau Fürpass-Peter, die Frage, die ich schon gestellt habe, was ist in den Kursen an schlechten Nachrichten denn jetzt allmählich drin? Was sagen denn Ihre Analysten, die von der Société Générale? Also unsere Analysten der Société Générale sind eigentlich so gestimmt, dass sie meinen, dass eigentlich das meiste schon wirklich eingepreist ist in den Kursen, dass die Bankenaktien zurzeit eher unterbewertet sind, dass eben alle Gerichtsprozesse, alle Russland-Krise, alle diese faulen Kredite und so, das meiste da schon wirklich drinnen ist in den Preisen. Gut, dann schauen wir uns mal die Performance des Eurostoxx Banks an. Das haben wir jetzt hier auf einer Grafik und da sehen wir, naja, also in den Kursen ist das noch nicht sichtbar und Sie sagten ja schon unterbewertet. Was trauen denn Ihre Analysten den Banken dann für 2015 zu? Da sind sie sehr positiv gestimmt. Also was man gesehen hat über den Asset Quality Review, die Stresstests, ist, dass da die meisten Banken sehr gut abgeschnitten haben. Die hatten im Vorfeld auch nochmal deutlich die Tier-1-Ratios hochgenommen. Und gleichzeitig, was auch gesehen wird, ist, dass gerade die aktionärsfreundliche Politik wieder einhergeht. Also es ist so, dass die mittlerweile 90% der Banken Dividenden zahlen und dass sich voraussichtlich die Dividenden für 2015 im Vergleich zu 2013 verdoppeln sollten. Also da ist wieder ein positives Umfeld, auch in dem ganzen Kreditbereich ist ein positives Umfeld zu sehen. Also die Nachfrage sowohl nach privaten Krediten als auch nach Corporate-Krediten ist deutlich angestiegen. Gut, dann schauen wir uns mal die Details an, die wir wie immer auf einer Tafel haben. Und da sehen wir Luxor UCITS ETF Eurostoxx Banks. Die Wertpapierkennnummer ist LYX0RL. Wir haben die Gesamtkostenquote von 0,30% per annum. Basiswährung klar der Euro. Und die Ertragsverwendung ist Thesaurieren. Also diesem Eurostoxx Banks, welche Werte sind da enthalten? Wie viele Werte sind da enthalten? Also da sind eben die ganzen Eurozone-Banken enthalten, also Werte zum Beispiel wie eine Banco Santander, eine BNP Paribas, eine BBVA, auch eine Société Générale als unser Haus ist da enthalten, eine Deutsche Bank. Also die ganzen großen europäischen Banken sind da enthalten. Mhm. So, dann gucken wir uns mal die Länderverteilung genauer an. Das zeigt uns dann die nächste Grafik. Und Sie hatten ja schon nicht ohne Grund die Banco Santander vielleicht als erstes genannt. Und wir sehen hier auch ganz klares Übergewicht der spanischen Banken. Ja, dann würde man natürlich gerade bei spanischen Banken sagen, hey, sind die jetzt wirklich aus der Krise raus? Die haben ja eine Zeit lang relativ stark gewackelt und sind ja noch ein bisschen die Sorgenkinder. Also wie hoch sind dann doch die Risiken einzuschätzen? Klar, wir haben natürlich auch deutsche Banken dabei. Und da wissen wir, dass die Risiken möglicherweise, abgesehen von Prozessrisiken, eigentlich im Griff sein sollten. Ja, aber das sehen die Analysten eigentlich auch mittlerweile für die spanischen Banken. Und insgesamt, was sich halt hier widerspiegelt, klar, ist eine sehr hohe Gewichtung zum Beispiel von der Banco Santander oder der BBVA in Spanien, die dann zu diesen, die ja sehr große Institute sind von der Marktkapitalisierung und dann zu dieser hohen Gewichtung in Spanien führen. Aber auch Frankreich ist eben enthalten mit um die mit einer über 20-prozentigen Gewichtung und Italien. Das deckt sich aber auch so ein bisschen aus ESG-Sicht mit der Ansicht, dass gerade die Peripherieländer auch weiter des Euro-Raums auch weiter profitieren sollten. Also ESG ist da recht positiv, gerade für die Märkte auch in der Frankreich, Spanien, Italien, also die ganze Euroland-Peripherie. Klar, immer noch mit ein bisschen Hilfe durch die EZB, durch die
Notenbank. Wie nutzt man das nun in einer Portfoliostrategie? Also das klingt so, dass man sagt, hey, da setze ich jetzt ganz bewusst auf die Banken, natürlich eher als Beimischung, aber es ist, wie man so schön sagt, eine klare Spekulation für 2015. Ja, genau. Also es ist wirklich als im Grunde genommen taktische Allokation zu sehen. Das ist jetzt kein Kerninvestment, wo man sagen kann, okay, da stecke ich jetzt den größten Teil meines Portfolios rein, weil es ist ja wirklich nur eine Branche. Also dann doch weniger Diversifikation, als wenn man sich jetzt den Eurostoxx 50 oder auch größere Indizes wie MSCI World anschaut. Also es ist wirklich als Beimischung in einem Portfolio zu sehen. Herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Die Banken, meine Damen und Herren, sind wieder da und Sie könnten vielleicht, wie wir gehört haben, 2015 zum Renner der Börse werden. Wie immer können Sie diese Sendung auch im Internet verfolgen unter drf.fm. Das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.